Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute seinen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir von einem Rare Mob bekommen können. Und zwar habe ich hier einmal infiziertes Wundsekret und dieses Toy habe ich eben von einem Rare Mob bekommen. Ich habe auch gerade mal noch auf WoW Head nachgeguckt, das droppt nicht nur von einem Rare Mob, sondern sogar von zweien. Und die gucken wir uns mal an, da wo ich mich gerade befinde, im zweiten Gebiet, quasi im azurblauen Gebirge, auf den Koordinaten 16, 33 ist ein Rare. Und der schimpft sich Hochschamanin Fäulknöchel und die droppt das zu einer Chance von anscheinend 4%. Und dann gibt es noch einen zweiten Rare. Und der befindet sich da hinten. Die Sache ist das quasi jetzt noch im Ebenen von Nara oder schon in Zaldrassus. Ich würde jetzt mal sagen, die Map sagt zumindest noch Ebenen von Nara. Und da haben wir den Rare auf den Koordinaten 90, 40. Und das ist Pestpfote der Verderbte. Und die sehen beide aus wie so ein Gnoll-Hexenmeister, I don't know. Können es beide droppen. Der hat es anscheinend zu 21% dabei. Gut, also ich zeige euch nochmal, wo ich mich jetzt gerade befinde. Das ist jetzt hier dieses Elite-Gebiet und da haben wir einfach die Höhle. Hier spawnen alle 10 Minuten einer von 4 Rares. Die spawnen immer quasi in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 und dann geht es wieder von vorne los. Heißt, wenn ihr 40 Minuten hier seid, habt ihr auf jeden Fall alle 4 Rares mal gesehen. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir das Ding mal und schauen uns das Teil auch mal an. Und zwar haben wir es hier. Verwandelt euch 5 Minuten lang in einen Zombie. Das machen wir doch mal. Und jetzt bin ich ein Zombie und laufe auch dementsprechend schnell. Schauen wir mal, Bärengestalt. Ah, ist über der Bärengestalt, okay. Naja gut, ist es nicht zu empfehlen, würde ich mal sagen, weil man übelst weggeslowt ist. Aber ja, ein nettes Toy. Hält insgesamt 5 Minuten und hat eine Abklingzeit von 60 Minuten, also eine Stunde. Das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Euer Chiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.